Howdy, willkommen im Saloon, willkommen zu einem weiteren Unboxing. Und zwar ist sie endlich da, the original Nintendo Switch Carrying Case and Screen Protector. Also im Endeffekt die original Nintendo Switch Schutztasche und eine Schutzfolie, wie wir sie hier abgebildet sehen. Gut. Wir gucken es uns mal an. Ich habe lange überlegt, was soll ich machen? Soll ich mir wirklich die Originaltasche holen? Soll ich mir eine günstigere Alternative holen? Aber ich brauche ehrlich gesagt zwei unterschiedliche Arten von Schutztaschen. Ich brauche eine wirklich nur, wo ich zack die Switch reinstecke und mitnehme, fertig. Wo mir also auch 2 bis 3 Stunden Akku völlig ausreicht. Und dann brauche ich noch eine größere Variante, die ich euch in einem separaten Video vorstelle, wo ich dann auch nochmal irgendwie nochmal ein Kabel oder irgendwas reinstecken kann und irgendwie in den Rucksack stecken oder so. Aber wie gesagt, das Thema das nächste Mal. Jetzt erstmal die original Nintendo Switch Schutztasche. Das ist sie auf jeden Fall. Wir gucken sie uns natürlich gleich in Natura an, da sieht man schon mal, man kann das Ding aufklappen, die Switch passt genau rein. Es gibt hier sogar eine Möglichkeit, den Bildschirm eben hier aufzustellen mit Hilfe der Tasche und dann eben nur mit den beiden Joy-Cons oder dem Pro-Controller zu spielen. Und wir sehen auch schon, dass es so eine Art Schutztasche für die Aufsätze der Joy-Cons gibt, sowie eine Aufbewahrungsmöglichkeit für mehrere Spiele-Cartridges. Gut, ansonsten noch ein paar mehrsprachige Hinweise. Enthalten sind eben die Tasche und eine Schutzfolie. Ist nur eine dabei, aber mittlerweile gibt es so viele Anbieter, bei denen man die Schutzfolie nachbestellen kann. Überhaupt kein Problem. Gut, geöffnet wird das Schmuckstück auf der Oberseite. Da lächelt uns auch schon die Schutzfolie entgegen. So, das ist das Täschchen. Und was fliegt hier noch drinnen rum? Das sind einmal die Schutzfolien und eine mehrsprachige Anleitung, wie man die Schutzfolie anbringt. Okay, das ist erstmal klar, aber hauptsächlich interessiert uns jetzt hier die Schutztasche. Das ist das schöne Ding, in schwarz gehalten, ganz cool, hier so leicht glänzend das Nintendo Switch-Logo auf der Oberfläche. Unten das gleiche nochmal mit dem Nintendo-Logo. Ein Reißverschluss zum Öffnen, das funktioniert schon mal sehr gut. So, das Innere ist hier ausgepolstert, dass eben auch die Konsole und der Bildschirm schön geschützt werden. Das hier ist dieser Vertical Stand. Ihr seht das, wenn ihr das hier so aufstellt, kann man nämlich den Bildschirm hier ranlehnen und eben mit den Joy-Cons oder dem Controller spielen. Ansonsten, wie funktioniert das Ganze? Hier kommt bestimmt die Konsole rein. So, das probieren wir jetzt einfach mal aus. Hier ist sie. Ich würde sie natürlich empfehlen, euch im ausgeschalteten Zustand reinzulegen. Sie passt aber genau rein. Dann kommt das hier genau auf den Bildschirm als Bildschirmschutz und hier können wir quasi die Spiele-Cartridges reintun und haben Platz für 5 Spiele und ein kleines Netz, wo wir eben zum Beispiel die, ja, wie sagt man denn, die Aufsätze für die beiden Joy-Cons, die Joy-Con-Erweiterung oder wie sie sich nennen, reinpacken kann. Dann legt man das Ganze da rein, macht die Kiste zu. Ja, geht recht stramm. Ja, und sagen auch hier so ein bisschen, man merkt, dass die, ja, seht ihr das sogar so ein bisschen gebogen. Also man merkt schon, dass die beiden Analog-Sticks auch wirklich tatsächlich rausdrücken, so ein bisschen leicht. Also es ist nicht ganz so entspannt, aber ja, es wirkt so ein bisschen, ist so ein bisschen unter Spannung. Ach, ich weiß, woran es liegt. Ich habe meine beiden Gel-Protektoren noch an der Switch dran. Das ist der Trick an der Geschichte hier. Und meine beiden Gelprotektoren haben hier diesen Wulst. Also mit dem klappt es schon mal nicht. Wenn wir das Ganze dann allerdings einmal abnehmen. So. Sieht das Ganze bestimmt schon wieder anders aus. So, dann legen wir die Switch nämlich rein. Warte mal, jetzt wird es aber hier wieder ein bisschen tricky. Ach, man muss es richtig rumlegen. Die beiden ZL- und ZR-Tasten stehen ja auch ein bisschen raus. Das heißt, die sollten nach oben stehen. Dann kann man das Ding auch schön auflegen, zumachen, Reißverschluss zu. Trotzdem stramm, immer noch ein bisschen gebogen. Also ihr seht, das Ding ist wirklich sehr stramm. Hier merkt man also auch die ZL- und die ZR-Taste, die gucken hier so ein bisschen raus. Also es ist schon eine ordentliche Schutztasche, aber ja, das eine oder andere Millimeter mehr Material hätte ihr vielleicht auch gut getan. Aber trotzdem, wie gesagt, mal eben die Switch reinpacken, mit zum Kumpel nehmen, nach 2-3 Stunden wieder nach Hause und alles ist gut. Dafür taugt sie allemal. Jetzt werde ich bloß meine Switch nochmal kurz retten, weil ich sie angelassen habe. Und ja,
Bin trotzdem froh, dass ich mir geholt habe, aber es macht vielleicht Sinn, sobald die Bestände wieder ein bisschen aufgefüllt sind, sich auch nochmal die ein oder andere Tasche vom Drittanbieter anzuschauen. Das muss nicht immer das Original sein. Aber erfahrungsgemäß haben halt die Original-Zubehör-Dinge, zumindest ist das meine Erfahrung aus jahrzehntelangem Videospielen, oft einfach die beste Qualität. Gut, also wie gesagt, erfüllt seinen Zweck, ist jetzt auch nicht mega teuer, das Ding kann man machen, muss man nicht. Also tut euch am besten selber einen Gefallen, geht in den Laden und fasst die verschiedenen Versionen von Nintendo und von Drittanbietern am besten mal persönlich an, was euch am besten gefällt. Wie gesagt, nicht mega wertig, aber erfüllt seinen Zweck. Gut, ich hoffe, ein bisschen helfen konnte ich euch. Wenn ja, freue ich mich wie immer über ein Däumchen nach oben, eure Kommentare unter den Videos und würde mich freuen, wenn ihr wieder reinschaltet. Bis hoffentlich zum nächsten Mal, euer McRalph.